Hey Leute, da bin ich wieder. Es geht direkt weiter mit Big Pharma. Wir erkunden und forschen jetzt heute mal und gucken mal, was das denn noch alles so für sich bereithält. Ah, nochmal den komischen Text. Ja. So, ich stelle also ein Anginamittel herstellen. So, Wirkstoffe. Stelle ich einen Entdecker ein. Ja. Wie entdeckt dieser Entdecker jetzt? Ah, jetzt gebe ich dem Teil einen Entdecker. Lass das mal beschleunigen. Dann entdeckt der Entdecker Stück für Stück. Und warum kann ich das nicht schneller beschleunigen? Drachenkäfer. Für die Entdeckung von Waldgebieten sind Spezialistenteams erforderlich. Sie sind relativ ungefährlich. Und warum sieht dieser scheiß Käfer eigentlich aus wie ein abgefuckter Cyborg? Ich meine, schaut euch das mal an. Das sieht doch nicht aus wie ein Käfer. Sieht aus wie ein Maschinendrache. Käfer. Ja, beste Beschreibung auf jeden Fall. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir dann damit weitermachen können, müssen, sollen. Jetzt müsste es fertig sein. Maleable Chambutanchuis. Sollte er das nicht eigentlich übersetzen? Blutdrucksenker. Pupillenverengung. Importieren wir das mal. Importieren wir das hier. Kaufen wir das hier. Den dann mal in die Forschung. Was? Das wird jetzt noch kompliziert. Okay. Warte mal. Wir haben aber Tablettendrucker haben wir. Einen Ionisator brauchen wir jetzt momentan noch eigentlich noch nicht. Fange ich einfach mal an. Dieses Band. Kommt mal eins raus. Senkt, ja. Invalid position. Ich komme auch dieses Bausystem noch nicht so ganz klar. Anginamittel. Bereich 0 bis 6. Und ist dann von 6 bis 12 aktiv. Produktion. Das ist okay. Verkaufen wir das beides mal noch mal. Dann Forschung. Stellen wir mal einen ein. Können wir auch drei einstellen? Okay, gut, wir können dann nicht mehrere dran arbeiten lassen. Kann ich die feuern? Ich will die, ja. So. Komm schon. Was ist das denn für eine Berechnung? Fertig in 6, 7. Warum wird die Zahl immer höher? Die zählt einfach hoch, wie lange es gedauert hat. Das ist doch eigentlich unverschämt. So.
Weil ich sag euch, wir lernen hier noch, wie wir reich werden. So, Produktion. Dann brauche ich jetzt einen Ionisator. Das ist dann 5. Dann kommt hier ran jetzt ein Verdampfer. Ja, es sollte jetzt eigentlich zum... Ja, das ist jetzt... Packen wir hier dran. Packen wir hier mal den nächsten Verdampfer hin. So. Dann bekommen wir jetzt hier raus. Ich verstehe das mit diesem noch. Ich verstehe das mit diesem entwickeln noch nicht so ganz. Voraussetzung ist Bereich 6. Ah, okay, gut. Ich weiß jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. In die Produktion. Bei dem ist der Bereich schon in Ordnung. Wähle ich jetzt den aus, sage ihm hier, dass er das draus machen soll. Bekomme hier kurz, um mal kurz sicher zu gehen. Das sollte eigentlich angezeigt werden, glaube ich. Ich verzweifle noch an diesem Spiel. Jetzt sollte ich mal meinen scheiß Text durchlesen. Oder ich bin nachher mal so dreist. Verkaufe den. Oh, noch ein Ionisator da dran. Baue ich mal hier hin. So, funktioniert das jetzt so, wie ich will? Ja, Angina-Mittel. Ich hab's geschafft. Verdampfer. Und alles nochmal verkaufen. Ich lerne noch, wie das Spiel geht. Ich sag's euch. Zack, zack. So, gucken wir mal. Ich glaube, das könnte da problematisch werden. Nein, das funktioniert. Beschleunigen wir das Ganze mal kurz. Wir kurz gucken, auf welche Stufe wir das dann haben. Okay, wir brauchen das noch mindestens eins höher. Und wir können es dann aber noch ordentlich höher bringen.
So, jetzt sollte das funktionieren. Beschleunigen wir das Ganze mal und gucken mal, ob ich das Spiel jetzt tatsächlich verstanden habe. Abgesehen davon, dass ich das Teil hier falsch platziert habe. So. Dann müsste ich jetzt so gezwungen werden, das zu benennen. Ja, ich habe es verstanden. Was ist das denn für eine Scheiße? Also, ich habe auf jeden Fall die vertrauenswürdigsten Medikamentennamen. So. Abgeschlossen, Spiel verlassen. Ich finde das Prinzip immer noch so lustig, dass man ein Spiel einfach mit Escape verlassen muss und da es dann als abgeschlossen markiert bekommt. Gucken wir mal, wie viel ich brauche, um das hier zu verstehen. Ich finde auch lustig, dass diese Tutorial-Maschinerie immer wieder so umbauen, wie sie optimal sein sollte. Antikonvulsivium Behandlung bereit. Willkommen zur Einführung 4. In dieser Einführung werden wir Ihnen einige Produktionslinien entwerfen, aber dafür ist ein echter Pummer, was? Was ist das für ein Scheißsatz? Unser Ziel darin, Antikonvulsivium herzustellen. Heimschläger 3. Geldmaschine. Planung. Heilmittel. Okay, ich brauche Migränemittel. So, gehen wir jetzt nochmal Wirkstoffe. Da müsste ich eigentlich alles haben. So, mein Forschung. Kann ich hier noch was Neues forschen? Ich glaube, das brauchen wir noch nicht. Oder? Ja, das sollte eigentlich alles klappen. Lese ich mir das doch noch durch, das ist leicht verwirrend. So. Das sieht nicht gut aus. Jetzt habe ich es verstanden. Hoffe ich, glaube ich. Ah, toll, wir kaufen uns einfach eine komplett neue Fabrik. Das ist natürlich auch praktisch. Ich kaufe direkt 2. Das haben wir schon. Dann importieren. Okay, gut. Wir können die Konzentration auch um 3 stellen. Das haben wir auch schon. Welche Konzentration hat es hier? Wir brauchen 7. Warte, Heilmittel.
können wir das? Wir brauchen einen Verdampfer. Gut. Schließen wir hier dann den Verdampfer an. So, kommen wir jetzt hier raus. Migränemittel. Dann noch einmal kurz Wirkstoffe. Ein Heilmittel. Wir brauchen einen Katalysator. Katalysator, Wirkstoff. Antihistaminmittel. Ja, aha, verstehe. Wir brauchen Migränemittel und Schwindelgefühle in einem. Damit wir was Neues rausbekommen. Das ergibt natürlich Sinn. So. Also wir importieren das hier. Brauchen wir einen Multimixer. Der eklige Geräusche macht. So. Dann verbessern wir das Heilmittel, bis es das ist, was wir wollen. Ja. Gucken wir nochmal. Heilmittel. 15 bis 18. Mit einem von den Teilen. Heil muss auf 15 hochbekommen, ist auf 9. Da, ich bin verwirrt. Funktioniert alles nicht, das ist doch Bullshit. So, gucken wir mal, beschleunigen wir das Ganze mal. Wir brauchen ein Anti. Na, das ist jetzt ein Anti-Dingsbums. Das heißt, wir müssen das jetzt nochmal um 3 senken. Dann brauchen wir das hier. Bauen wir den mal hier hin. Das dahin. So, und jetzt beschleunigen wir mal das Ganze und gucken, ob was rauskommt. Ah. Product name required. Ja, ich weiß, diese Stimme ist auch viel zu laut, fürchte ich. Langsam verstehe ich das
Hier. Wäre doch schön, wenn das Spiel noch einen eingebauten Algorithmus hätte, der noch bestimmt, wie verkaufsfähig die Namen sind, die man da eingibt. Das fände ich lustig. Ja, ich glaube, mit dem, was wir hier geschafft haben, beende ich dann auch mal diese Folge. Und dann machen wir mit der Einführung weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Schreibt mir noch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ich besser machen kann. Ciao.